Hallo und herzlich willkommen. Heute darf ich euch das UTERRA-Projekt vorstellen. Ganz kurz zu mir. Ich bin die Alicia Navas. Vielleicht hat es der eine oder andere auch schon rausgehört. Ich komme aus der wunderschönen Schweiz und werde gleich auch schon beginnen. Hier haben wir die Präsentation zu UTERRA. Das erste ist das Bodenelixier UTERRA. Beim zweiten Abschnitt kommen wir zum Projekt Nachhaltige Biosphäre-Cluster und die Beteiligungsmöglichkeiten. Bestehende Herausforderungen. Schnelle Erschöpfung des Bodens. Unter dem Einfluss von Chemikalien und durch intensive Nutzung wird der fruchtbare Boden schnell erschöpft und abgebaut. Oh, ich sehe mich. Wir von vorne anfangen, weil ich sehe uns beide oben rechts. Rosmarie? Rosmarie? Unsere Bilder wirst du weiterhin sehen, Alicia. Aber es ist mir eben im Text. Und dann sehe ich den Text nicht. Natürlich nicht gut. Du kannst es verschieben. Da muss ich es nach unten klappen. Können wir nochmals neu starten? Nee, mach einfach weiter, das regle ich schon. Okay. Also dann haben wir die Reduzierung der Menge der Produktion. Im Laufe der Warte mal. Hallo und herzlich willkommen. Heute darf ich euch das UTERRA-Projekt vorstellen. Ganz kurz zu mir. Ich bin die Alicia Navas. Vielleicht hat es der eine oder andere auch schon rausgehört. Ich komme aus der wunderschönen Schweiz und werde gleich auch schon beginnen. Heute geht es um das UTERRA-Projekt. Der erste Abschnitt wird das Bodenelixier UTERRA sein. Beim zweiten Abschnitt geht es um das nachhaltige Biosphärenkloster und die Beteiligungsmöglichkeiten. Was sind die bestehenden Herausforderungen? Unter dem Einfluss von Chemikalien und durch intensive Nutzung wird der fruchtbare Boden schnell erschöpft und abgebaut. Im Laufe der Zeit hört der Boden auf, die gleiche Anzahl an Erden zu produzieren. Ihre Qualität verschlechtert sich und die nützlichen Eigenschaften gehen verloren. Das Bodenelixier UTERRA, biologisch aktiv und ein organisches Dünger. Unten rechts könnt ihr auch sehen, es kann die Erträge bis zu 50% erhöhen. Kurz zur Beschreibung vom UTERRA Elixier. Es ist ein biologisch aktiver Dünger für Pflanzen, der lösliche Salze von Huminosäure, Fulvosäure, Humin sowie die gesamte Palette von agronomisch wertvollen Mikroorganismen in höheren Konzentrationen als in Fettschwarzenden vorhanden enthält. Rohstoffe von UTERRA. Das wäre Braunkohle, Melasse, Honig, Biohumus und zusätzliche organische Elemente. Hier sehen wir auch Junitzki mit dem Biohumus. Es ist ein natürlicher organischer Bodenzusatz, der aus der Verarbeitung spezieller Regenwurmarten mit sorgfältig ausgewählten organischen Abfällen und einer hohen Konzentration von Bodenmikroorganismen gewonnen wird. Ihr seht auch, in den Händen hält er die Regenwurmarten, die speziell ausgewählt wurden. Der Biohumus ist zur Herstellung vom Bodenelixier UTERRA und wird als eigenständige Substanz verwendet. Die Anwendung von Biohumus in Kombination mit dem Bodenelixier wird empfohlen, um die Bodenerholung wirkungsvoll zu verstärken. Der Biohumus enthält eine vollständige Palette an Mineralien, Enzymen, Vitamine sowie Makro- und Mikroelementen, die für das Wachstum und die Entwicklung von Pflanzen notwendig sind. Es ist in allen Konzentrationen harmlos, wie im Laufe von Studien und Tests bewiesen wurde. Warum ist Biohumus gefragt? Sorgt für einen grünen Ertrag, stärkt die pflanzliche Immunität und stellt die Fruchtbarkeit degradierter Böden wieder her. Und ganz wichtig, es ist ein 100% organisches Dünger. Die Vorteile der Anwendung von Biohumus. Es beschleunigt die Samenkeimung und erhöht die Samenkeimung.
Es erhöht die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegen Krankheiten und Temperaturschwankungen. Es verbessert das natürliche Aroma von Früchten. Es dient der Wiederherstellung der Bodenfruchtbarkeit in einer Saison und fördert natürlich leckere, gesunde und umweltfreundliche Produkte. In Belarus wurde die Bodenbank montiert. Das fruchtbares und unberührtes Land wurde verwendet, um eine Bodenbank zu erschaffen. Im Jahr 2018 wurden Bodenproben aus 105 ökologisch sauberen Regionen und aus 5 Kontinenten der Erde nach Belarus geliefert. Die Formel vom Erfinder von Junitsky, das Bodenelixier Utera, wird mit Hilfe von sorgfältigen ausgewählten Aroben und Anaeroben Bodennutzelementen hergestellt, bei deren Entwicklung die Formel des Erfinders angewendet wird. Das Utera-Elixier-Extraktionsschema. Als erstes haben wir die Torfversorgung, die Humulnussäure-Extraktion, das Herausfiltern von Humulnussäure und die Korrektur des Säuregehalts im Boden. Dann Punkt 4 ist das Inoculum-Administration. Das bedeutet, es ist eine Substanz, die das Immunsystem stärkt. Und zu guter Letzt haben wir die Verarbeitung zu einem Bodenelixier. Ganz wichtig ist, jeder Schritt des Elixiers wird sorgfältig kontrolliert und künstliche synthetische Chemikalien werden nicht in der Produktion verwendet. Das Utera-Bodenelixier wurde am Pilotenstandort getestet. Das war in Belarus oder ist in Belarus. Hergestellt nach TU Belarus. TU ist eine Vorgabe in Belarus, die man bestehen muss, mit der zugehörigen Nummer. Das Produkt zeigt eine hohe Effizienz und kann für den ökologisch sicheren Anbau von Pflanzen, die Wiederherstellung der Bodenfruchtbarkeit verwendet werden. Die Verwendung von Utera-Elixier. Es kann die Erträge von bis zu 35 und 50% steigen. Es beschleunigt das Wachstum von Pflanzen und verbessert den Geschmack von Früchten. Es erhöht den Gehalt an Vitaminen, Aminosäuren und Mineralstoffen. Es reduziert das Vorhandensein von Nitraten, Radionukliden und Ultramikroelementen. Das sind schädliche Stoffe. Schützt vor Krankheiten und Schädlingen. Bereichert den Boden mit nützlichen Mikroorganismen und normalisiert seinen Säuregehalt. Utera ist ein vielseitiger Bodenverbesserer, der nicht nur für alle Pflanzen, sondern auch für verschiedene Bodenarten geeignet ist. Im Freigelände wie geschlossener Boden, in Töpfen zum Beispiel. Die Dosierung ist dann je nach Pflanze und Menge anders. Das Bodenelixier ist ein wichtiges Exportprodukt mit hoher Wertschöpfung. Das Produkt ist bereits auf einem heimischen Markt gefragt, also in Belarus, aktuell und wettbewerbsfähig. Es wird auch in Handelsnetzwerken präsentiert. Ganz wichtig, derzeit wurden 14 Abkommen mit der Aussicht auf Erhöhung unterzeichnet, was sehr gut ist, die einen weiteren systemischen Zugang zu internationalen Märkten ermöglichen. Bei der Entwicklung von Utera-Elixier und der Herstellung von Biohumus wir orientieren uns an nationalen und internationalen Standards und arbeiten mit dem Institut der Nationalen Akademie der Wissenschaft von Belarus und mit russischen und ausländischen Forschungslabors zusammen. Die Arbeit an der Produktion von Utera ist ein Team von hochqualifizierten Wissenschaftlern und Ingenieuren, spezialisiert auf Biotechnologie, Agronomie, Chemie und Ökologie. Es gibt auch bewiesene Feldtests. Die hohe Effizienz des Uteras-Elixiers und die Fähigkeit, mit seiner Anwendung Gemüsepflanzen anzubauen. Das Bodenelixier und Biohumus ist sehr gefragt im Privathaushalt, zum Beispiel unsere Hobbygärtner, in der privaten Landwirtschaft. Da ist Bio sicher jedem bekannt. Wir wollen in eine gesunde Welt hinein und in der Blumenzucht, in der Gärtnerei.
Dann kommen wir zu Teil 2, zum Produktionskomplex. Nachhaltiges Biosphärencluster. Das Projekt sieht die umfassende Entwicklung des ökologischen Landbaus in folgenden Bereichen vor. Da haben wir das Hauptgeschäft, da ist die Produktion von organischem Hochleistungsdünger für Pflanzen, das Bodenelixier Utera, und die Herstellung von bröckelndem Biohumus Utera. Dann haben Sie noch ein Nebengeschäft, da ist der Anbau von Getreide, Obst und Gemüse und Beeren, der ökologische Tierhaltung, Haltung von Wachteln haben Sie da, und der Anbau von wertvollen und medizinischen Pilzen und Pflanzen. Dann haben wir das Kerngeschäft, Aktivitäten, die auf den Anbau von Nutzpflanzen, Gartenbau und Beerenpflanzen abzielen, zeigen die Wirksamkeit des Bodenelixiers. Die biologische Tierhaltung ist eine zusätzliche Option für den Biosphären-Wirtshaus-Cluster. Die Grundlagen der Umsetzung von Sustainable Biosphären-Cluster. Punkt 1 haben wir die Verwendung natürlicher Komponenten in jeder technischen, technologischen und landwirtschaftlichen Phase. Punkt 2 die abfallfreie Verwendung aller Rohstoffe und Komponenten in jeder Phase. Punkt 3 die Herstellung natürlicher, umweltfreundlicher Lebensmittel. Und ganz wichtig ist Punkt 4 die praktische Umsetzung der in 6 Jahren Forschung gesammelten reichen Erfahrungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen. Da haben wir das Pilotenprojekt in Belarus. Dann haben wir die Zusammensetzung des Gewächshauskomplexes. Da haben wir zu einem das Gewächshaus, ein Standort für die Produktion von bröckelndem Biohumus, eine Produktionsstätte für das Bodenelixier Utera und die Parzellen für den Anbau wertvoller Pilze und Kräuter, wie auch der Wachtelbauernhof. Das Ziel der Installation des nachhaltigen Biosphärencluster ist das SBC 23. Es ist eine ökologische wirtschaftliche Produktion auf Basis des Biohumus und Bodenelixiers Utera mit deutlich höheren Erträgen und Qualität ermöglichen. Die Produktion von organischen Düngemitteln, Biohumus, Bodenelixier Utera in unmittelbarer Nähe zur Rohstoffbasis und dem Vermarktungsmarkt werden für zusätzlichen Gewinn für das Projekt sorgen. Und das Endprodukt ist das Bodenelixier Utera, die Bioboden, Biohumus Utera, wertvolle und medizinische Pilze und Pflanzen, Gemüseprodukte wie Tomaten, Gurken, Gemüse und Microgreens, Obstprodukte und tierische Produkte. Es ist Wettbewerb, das Wettbewerbsvorteil des Produkts ist natürliche Bestandteile, Verwendung nur natürlicher Bestandteile als Ausgangsmaterial, das organische Gleichgewicht, ausgewogene Zusammensetzung verbessert die Pflanzenqualität und Huminosäuresalze vorkommen in allen Huminosäuren und wertvollen Mikroorganismen. Tests und Schlussfolgerungen. Das Utera-Rohstoffe wurden auf Kulturen getestet, die auf unseren Ackerflächen und privaten Bauernhöfen angebaut werden. Utera-Rohstoffe verfügen über das MSDS, Sicherheitsdatenblatt für die Protokolle der staatlichen Stellen, die die landwirtschaftliche Tätigkeit der Republik Belarus regulieren und die Qualität des Produkts bestätigen. Es gibt keine Analoge zu diesen Düngemitteln, denn um sie zu herzustellen, also es gibt nichts Vergleichbares. Es sind eigene Regenwurmarten wurden entwickelt, Bodenbank aus 105 ökologisch sauberen Regionen auf 5 Kontinenten der Welt, wie ich auch schon erwähnt habe, und Entwicklung der eigentümergeschützten Nährstoffformel. Hier sehen wir den Erfinder und Entwickler des Produktes, Anatoli Junitski. Er ist Erfinder und Ingenieur, Unternehmer
Wissenschaftler und Geschäftsmann. Er verfasste über 140 innovative, teils bahnbrechende Erfindungen und er ist Autor vieler wissenschaftlicher Projekte. Dann sehen wir hier die CEOs, die Vertreter von Skyworld Community, Alexei und Yevgeny. Dann haben wir die Hauptmerkmale des Produktionskomplexes. Der Produktionsbereich beträgt mehr als 500 Quadratmeter. Die Produktivität des Bodenelixiers, es werden bis zu 10.000 Liter am Tag produziert und bis zu 40 Personen haben dort einen Job. Der Produktionskomplex befindet sich in Ras Al Khaimah in der Economic Zone in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Investitionsmöglichkeit. Sie können in den Aufbau eines Biosphärencluster für Utera-Projekte investieren und bis zu 50% jährliche Gewinne erzielen. Mit Ihrer Unterstützung erreichen wir eine Amortisation, welche in weniger als 2 Jahren werden soll. Dann haben wir hier ein Beispiel für den Gewinn eines Investors bei 30% Unternehmensgewinn. Nehmen wir an, wir investieren oder Sie investieren 1.000 Dollar. Dann haben wir bei einem Unternehmensgewinn von 100% 28% und bei 30%, das sehen wir hier, haben wir die 8,4%. Angenommen, man investiert 10.000 Dollar, haben wir bei 100% die 40% Profit und bei 30% haben wir die 12%. So, hier haben wir einen eigenen Rechner, den haben Sie ja in Ihrem persönlichen Konto. Ein gutes Beispiel, wieder die 1.000 Dollar. Auf 100% haben wir 28%. Und bei 30% Gewinn haben wir die 8,4%. Hier haben wir ein Beispiel für den Gewinn eines Investors bei einem Unternehmensgewinn von 50%. Angenommen, man investiert 1.000 Dollar. Bei 100% Gewinn haben wir 28% und bei 50% Gewinn haben wir die 14%. Anderes Beispiel, wir investieren 10.000 Dollar, haben wir bei einem Unternehmensgewinn von 100% die 40% Gewinn und bei 50% 20%. Hier haben wir wieder das Beispiel, welches Sie in Ihrem Konto berechnen können. Da haben wir 1.000 Dollar investiert mit einem Unternehmensgewinn von 50%. Haben wir einen Gewinn von 14% pro Jahr. Weiteres Beispiel bei einer Investition von 5.000 Dollar. Da haben wir bei einem erwarteten Gewinn von 50% die 18,5% pro Jahr. Genau. Hier sehen wir die Industrielizenz. Das haben wir ein gutes Beispiel dafür. Der Manager ist Igeni. Er ist Utera Middle East Agroindustries. Er ist dort der Manager. Und hier sehen Sie unter usecovery.com noch weitere Informationen, wenn Sie das interessiert. Und zwar genauer unter usecovery.com oder Utera VAE. Unter Utera, unter More finden Sie noch mehr Informationen. Und hier haben wir auch noch die Adresse und die Kontaktdaten zu Usecovery. Genau. Und dann haben wir hier einige Bilder, wie der ganze Komplex aussehen wird. Hier haben wir einen Masterplan. Hier haben wir das Glashaus und die Produktionsstätte.
Und hier werde ich euch jetzt einfach weitergehen und die Bilder zeigen. Wir haben hier verschiedene Visualisierungen des Komplexes. Glashaus, das Gewächshaus sehen wir hier. Genau, und hier nochmal den Masterplan. Wir visualisieren von oben. Dann haben wir noch weitere wichtige Zusatzinformationen. Der geplante Gewinnerzielungszeit ist Dezember 2024. Es kann sich natürlich auch verschieben, aber Zieldatum wäre Dezember 2024. Die Auszahlung ist quartalsmäßig geplant. Eine Änderung kann mit Übereinstimmung der Investoren jedoch erfolgen. Jeder Investor kann nach 5 Jahren wieder aus dem Projekt aussteigen und bekommt seine eingezahlte Summe plus die noch nicht erhaltenen Erträge zurück. Der Anleger hat ein lebenslanges Recht auf die Gewinnauszahlung sowie Zinsen entsprechend seiner Bedingungen, solange bis er beschließt, aus dem Projekt auszusteigen. Der Gewinn berechnet sich nach dem gewählten Investitionsplan, Art des Lots und Investitionsrunde und dem Jahresgewinn der Company. Punkt 5, Auszahlung der Erträge über das Bonuskonto des persönlichen Kontos bei SWC des Investors. Und Punkt 6, sobald die Ausschüttung beginnt, wird der Investor im Account oder per Mail darüber informiert. Und was Punkt 7, was auch gut ist, sehr gut sogar, da wir schon einige Fälle hatten, die Vererbung ist auch möglich. Ganz wichtig. So, dann bin ich auch schon am Ende angelangt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss.